sagt den Leuten, dass sie hässlich sind. Könnte fast von einem Disney-Bösewicht sein oder von Darth Vader. Nur ist es nicht, ihr Lieben. Das ist ein echtes Zitat, zumindest angeblich. Und zwar vom L'Oréal-Gründer, der heißt Eugène Schüller. Seinerzeit ja auch ein begeisterter Anhänger des großen Diktators Adolf Hitlers. Und ja, das ist eben geschichtlich so. Ich finde es auch seltsam, ne? Weil es ist ja ein Kosmetikkonzern. Warum sollten die Leuten sagen, dass sie hässlich sind? Naja, in diesem Video geht es ja um, was die Kosmetikindustrie euch verschweigt. Ich habe mal die größten Klöpser zusammengestellt und da gibt es noch mehr. Wenn euch dieses Video gefällt, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Gibt es davon auch gerne noch eine Fortsetzung. Auf das Zitat von Herrn Schüller werde ich übrigens innerhalb dieses Videos auch nochmal zurückkommen. Ich bin übrigens schon wieder leicht gefrustet. Vielleicht sollte ich meinen Kanal umbenennen in Kosmetikfrust. Nur irgendwie scheint es meine Bestimmung zu sein, mit euch genau über all diese Dinge mal zu stolpern und zu gehen und genauer hinzuschauen, die da draußen weder in den Medien noch über die Kosmetikindustrie ausreichend verbreitet werden. Nur es ist Zeit, dass ihr es wisst. Die Quellen zu diesem Video, wenn wir schon bei Wahrheit sind, findet ihr wie immer verlinkt in der Caption. Also da habe ich die Informationen zusammengetragen. Das heißt übrigens, Disclaimer, nicht immer, dass das in einem halben Jahr noch alles aktuell ist. Wir schauen zu, dass wir da immer sehr transparent sind und es auch entsprechend aktualisieren, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Das erste Geheimnis, das die Kosmetikindustrie gerne für sich behält, ist, wenn dir dieses Video gefällt, dann schenk uns doch bitte ein Like, umarme unseren Abo-Button und aktiviere auch gleich das Glöckchen, dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr von uns. Kosmetik ist kein Luxus. War es ursprünglich nie, wurde sie erst und sie wurde sogar dazu erklärt. Das ist alles schon Marketing, ihr Lieben. Denn Kosmetik diente früher einzig und alleine kulturellen Ritualen. Das heißt, Schminke, Farbe, bestimmte Salbungen, Waschungen, Beduftungen, Schmiere und Creme wurden zu Festtagen oder für bestimmte Rollenbilder in Stämmen, in bestimmten Gesellschaften aufgetragen. Und die Salbungen oder Waschungen oder auch Beduftungen dienten immer dazu, einen besonderen Moment im Leben von Menschen zu markieren und zu unterstreichen. Schmiere und Creme wurde dann auch nur zum Schutz der Haut gegen Nässe und Kälte aufgetragen. Also es waren alles Mittel zum Zweck und sonst nix, ihr Lieben. Witzig, obwohl wir alle wissen, dass sich Stammesrituale oder auch Hierarchien über Körper- und Gesichtsbemalung zeigen, scheint im Internet die Geschichte des Make-ups immer erst so bei Kleopatra anzufangen. Das ist völliger Unfug. Kleopatra ist geboren 69 vor Christus. Ich habe extra nochmal geguckt. Und die Geschichte zum Beispiel des Make-ups beginnt schon 50.000 Jahre vorher. Und zwar eben mit Kriegsbemalungen, mit Bemalungen für Initiationsriten. Und nicht erst bei Kleopatra, die eben auch als Königin besonders luxuriöse Farben verwendete. Allerdings auch nicht immer und nicht jeden Tag. Und gerade die heftige Bemalung, die heftige Betonung der Augen, dann, wenn es um Krönungsjahrestage oder wichtige politische Auftritte ging. Also wir haben da echt Geschichtsverzerrung drauf, ihr Lieben. Und auch das, erzähl, googelt's mal, es ist verrückt. Nö. Make-up, diese Geschichte, die wird euch nicht zu Ende erzählt, ihr Lieben. Es ist verrückt. Woher kommt das? Weil sich mit Kriegsbemalung zur Initiation oder zum Schutz gegen Moskitos und Matsch einfach nicht gut vermarkten lässt, ihr Lieben. Das ist nicht sexy. Da können wir uns drauf einigen, oder? Die ältesten Töpfchen mit Schminke, mit Pflege drin, das waren oft Muschelschalen übrigens, die wurden bei den Neandertalern entdeckt. Also die heute bekannt sind. Das, wie gesagt, um die 50.000 Jahre her. Und unsere Vorfahren haben damals aus ganz anderen Gründen auf Kosmetik zurückgegriffen. Die Kosmetikindustrie allerdings möchte natürlich viel lieber, dass du Kleopatra nacheiferst. Und wer hat da was davon? Zum Beispiel die Hersteller von echtem Blattgold oder Hersteller von teuersten Ölen oder ja, vor allen Dingen aus exotischen Ländern nicht. Die können wir ja nicht hier aus unserer direkten Umgebung wählen. Nein, so Pflaumenkernöl ist ja nicht sexy genug. Ne? Das darf schon irgendwo, keine Ahnung, was da, welche Pflanze, Beere, Nüsse, Kerne da gemolken werden zum Teil. Ja, und deswegen ist es natürlich viel besser, wenn du an Kleopatra glaubst und nicht an die Neandertaler. An der folgenden Aktion verdiene übrigens noch nicht mal ich was, nur es ist wichtig. Das ist nämlich der diesjährige Miri Proud Aging Day. Am 1.9. bist du, seid ihr
eingeladen von mir, von meiner Community, von meinem Netzwerk aus Kosmetologen, Maskenbildnern, Visagisten, Hairstylisten, Stylisten, Ernährungsspezialisten, alles ausgebildete Profis, Fitnessgurus. Du kannst dich einfach anmelden, einen ganzen Tag Vorträge, Mini-Workshops, Seele baumeln lassen. Ach, guck einfach hier. Ein Tag für dich, für deine Schönheit. 10 Profis im Bereich Beauty, Hair, Mindset und Body beraten dich live. Vorträge, Seminare, Workshops, gute Laune und das Beste online und völlig kostenfrei. Melde dich jetzt an zum Miri Proud Aging Day. Kleiner Disclaimer, melde dich bitte nur an, wenn du am 1.9. wirklich Zeit hast. Ich weiß, das ist kostenfrei, nur wir haben tatsächlich nur 100 Plätze und davon sind schon über 80 weg. Also anmelden, wenn du wirklich Zeit und Lust darauf hast. Link dazu findest du in der Caption, da gibt's auch noch mehr Infos. Das zweite Geheimnis: In der Kosmetik wird auch nur mit Wasser gekocht. Die Cremes, gerade die Cremes, wie wir sie heute benutzen, sind schon seit über 100 Jahren gleich. Hättest du nicht gedacht, oder? Nee. Ich war auch der Meinung, bevor ich selbst angefangen habe, Kosmetik herzustellen, da wird ständig weiter geforscht. Und so als Verbraucherin wurde mir das auch ständig erzählt. Die neueste Creme, die innovativste Creme, die beste Creme, seit es Cremes gibt, das hat noch niemals irgendjemand je benutzt. Falsch! Die Grundstruktur einer Creme ist nämlich, du hast irgendein pflegendes Öl oder auch nicht so pflegend. Du hast Wasser, davon häufig sehr viel. Das Ganze wird in einem großen Topf etwas erwärmt, verrührt. Und wenn du dann nichts weiteres dazu kippst, dann ist das wie ein Salatdressing. Vollständig richtig. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ploppt das Öl wieder nach oben, das Wasser bleibt unten. So geht's nicht, ne? Deswegen, als 1911 Dr. Isaac Lifschütz Eucerin entdeckte, der erste Emulgator, gelang es ihm, diese sogenannte Ölphase und die Wasserphase miteinander fest zu verbinden. Daraus wurde die erste Hautcreme und die hatte tatsächlich auch mehrere Vorteile. In meinem Video über Öle und auch in meinem Video über Cremes erkläre ich dir das genauer. Nur eine Creme zieht besser in die Haut ein, schützt die Haut deshalb auch besser und nimmt Wirkstoffe besser mit in die Tiefe der Haut. Also Creme ist besser als reines Öl und Wasser sowieso. So, also diese erste Creme wurde dann direkt ein Jahr später von Herrn Troplowitz gekauft. Das war der Mitbegründer von, wer hätte es gedacht, Beiersdorf. Und was hat er sofort aus dieser neuen chemischen Formel gemacht? Die Nivea-Creme. Und alle Cremes, die du heute kaufst, egal ob sie 300 Euro kosten oder 3,95 Euro, sind in ihrer Basis Nivea-Creme. Das ist so. Also es wird irgendein Öl, das kann natürlich teurer, wertvoller oder auch billiger sein, mit Wasser verbunden. Das ist auch bei meinen Cremes so. Der einzige Preisunterschied, den ich hier durchgehen lasse bei Cremes, ist, wenn da eben sehr teures Arganöl zum Beispiel drin ist oder Bio-Shea-Butter oder feinstes Aprikosenkernöl oder Erdöl. Ekelhaft. Erdöl ist sehr günstig, steht allerdings auch im Verdacht, nicht so gut für unseren Zellstoffwechsel zu sein. Und wo wir mittlerweile wissen, dass es nicht gut ist für die Umwelt, denn Erdöl im Grundwasser, wenn du es dir abwäschst, Erdöl in der Verarbeitung ist einfach eine Riesensünde und wir sollten tunlichst vermeiden, Erdölprodukte zu kaufen. So, wenn jetzt an diesen ganzen Cremes im Grunde seit über 100 Jahren nicht viel Neues passiert ist, ihr Lieben, wie kann es dann sein, dass es solche Preisunterschiede gibt? Mir wird niemand einen Cremetopf. Und ich probiere wirklich alles aus, ihr Lieben. Also ich bin sehr bereit. Nur ich habe eine Preisgrenze. Und die liegt so bei knapp unter 100 Euro. Dann ist bei mir spätestens finito, um was auszuprobieren, wohlgemerkt. Wenn eine Creme 300, 350 Euro kostet, dann dürfen da schon echte Wesselton-Diamanten reingeworfen worden sein, damit sich dieser Preis erklärt. Weil ansonsten, wenn ich die nicht auf der Haut merke, ihr Lieben, oder mir daraus dann Armkettchen machen lassen kann, dann bin ich raus aus der So, und das dritte Geheimnis, zu dem kommen wir jetzt. Und da gehe ich nochmal zurück auf das Zitat von Eugène Schüller, oder wie auch immer er richtig ausgesprochen wird, sagt ihnen, dass sie hässlich sind. Das ist nämlich das psychologische Geheimnis hinter unserem Wahn in Sachen Schönheit und Jugendlichkeit. Und der wird seit über 100 Jahren, ach schon seit über 300 Jahren, in die Gesellschaft hineingespielt. Das Blöde an diesen Schönheitsidealen, und das wisst ihr alle. Hey, ich spreche mit kosmetikerfahrenen Menschen, oder? Ihr wisst es, ihr habt bestimmt auch schon mal den Satz oder so ähnlich von euch gegeben. Schönheit ist nicht alles. Diese ganzen Ideale, wie sie in der Presse und in den Medien gezeigt werden, viel zu dünn, immer ganz jung. Jedes Fältchen, jedes Gramm zu viel, jedes
Hä? Entfernen von der Norm, ja, geht nicht und so weiter. Das ist ja Blödsinn. Nur lustigerweise, wenn wir dann in den Spiegel gucken, oder? Wir sind ganz schön gebrainwashed. Und ich merke das an mir selbst. Ich weiß wirklich fast alles über die Kosmetikindustrie, die Inhaltsstoffe. Und selbst mir passiert es, dass ich in den Spiegel schaue und denke, oh nein, heute gehe ich vor die Kamera. Ein Pflaster am Ohr, ein dicker Pickel im Gesicht. Wen interessiert's? Ja, ich gehöre ja zu den Einzigen, vielleicht bin ich die Einzige, die ungebotoxt ihren Kopf sogar vor Fernsehkameras hält. Was nicht immer einfach ist, ihr Lieben. Denn wir leben wirklich in einer Gesellschaft, in der aus meiner Sicht kranke Schönheitsideale in alle Köpfe hineingespielt wurden und werden. Schau es dir an, ich habe ein Video gemacht über die Sephora Kids. Das, ihr Lieben, ist nicht schön. Wenn ihr irgendwas tun könnt in eurem direkten Umfeld, ich weiß, du bist Proud Agerin, du hast ja diesen Kanal abonniert, hoffentlich, wenn nicht. Diese Fürchterlichkeit, mit der insbesondere wir Frauen nach wie vor zu tun haben, Männer übrigens unterdessen auch. Also es geht an den Männern nicht mehr spurlos vorbei. Wir werden unter Druck gesetzt. Und zwar so subtil und so hoch manipulativ und so psychologisch gewieft. Hier sind sie, die Disney-Bösewichte. Hör auf mich! Denn alle Werbung, die ihr seht, alle Aussagen über Schönheit, Gewicht, Figur, Eleganz, über das Älterwerden, über das Reiferwerden, Freunde, hört am besten mit keinem Ohr hin. Schaut's euch gar nicht erst an. Bitte schaut in die Natur, schaut euch die Perfektion in der Unperfektion an, die da draußen ist. Dass kein Blatt am Baum dem anderen gleicht, kein Weizen, wie heißen die hier, die schönen Ähren, die auf dem Feld stehen, keine ist so wie die andere. Und niemand geht da mit einem OP-Messer oder mit irgendwelchen Chemikalien dran und spritzt die unter die Haut und da seht ihr schon, da geht die Proud Agerin mit mir durch. Auch gleich an der Stelle, wenn du das machst, invasiv, ist es für mich vollkommen okay. Ich liebe glückliche Menschen. Das ist für mich schon mal Punkt 1. Weil glückliche Menschen, ihr Lieben, die sehen direkt 5 bis 10 Jahre jünger aus. Lächeln wurde gemessen, habe ich in irgendeinem Video auch die Studie verlinkt. Lächeln macht uns 5 Jahre jünger. Sofort. Verrückt, oder? Es gab eine Zeit, da wurde uns gesagt, nicht so viel lächeln, nicht so viel lachen, das macht die Falten tiefer. Leute. Okay, 53% aller Frauen in der Umfrage der IKW, habe ich auch verlinkt, finden, dass sie ohne Make-up und Kosmetik unattraktiv wirken und krank aussehen. Da ist die Schnittstelle. Eugène hat damals eine der größten Marketing-Psycho-Gehirnwäsche-Erfolgsaktionen der Menschheitsgeschichte angestoßen. Ohne Kosmetik, ohne Schminke, hässlich. Da sollten wir dringend was dagegen tun. Einer meiner Leitsprüche, mit dem ich auch häufig zitiert werde, vielen Dank übrigens dafür auf Social Media, den ich erfunden habe. Wer hat's erfunden? Ricola! Es ist viel schöner, Make-up zu wollen, als es zu brauchen. Und genau unter dem Aspekt sollten wir leben. Es ist schön, sich zwischendurch zu pflegen. Es ist schön, sich Me-Time zu holen. Und ich liebe gepflegte Gesichter, gepflegte Körper. Nur wie bei einem Auto, ihr Lieben. Es gibt nicht nur die Lackschicht von außen, sondern auch der Innenraum, wenn der total verwahrlost ist, ist es nicht schön. Und dann geht so ein Auto auch irgendwann kaputt. Oder es fängt an zu müffeln. Es macht keine Freude mehr, damit zu fahren. Also, gesundes Leben. Ich habe dazu schon x Videos gemacht. Einigermaßen. Nicht übertrieben. Wir brauchen keine Moralapostel zu werden. Ausreichend Wasser trinken, ausreichend schlafen, für Entspannung sorgen, immer mal eine Rohkost und ein schönes Obst knabbern anstatt einem Schokoriegel, sich draußen ein bisschen bewegen, Gifte, wenn möglich, vermeiden. Wenn du am Wochenende ein Glas Sekt trinkst oder wenn du am Wochenende bei der Oma ein großes Stück Torte isst, voll gut, mach das bitte, nur nicht ständig und jeden Tag. Darum geht's, umsonst nüschte. Und dann trägt dich dieser Körper in einer wunderbaren Schönheit durch alle Lebensphasen. Und auch 50, 60, 70, 80-Jährige, schau dir die ikonischen Vorbilder an, wie Isabella Rossellini. Die sind sexy, die sind schön, die sind elegant. Es ist eine andere Sexiness als mit 20. Es ist eine andere Eleganz. Nur es heißt nicht, dass die besser oder schlechter ist. Und da dürfen wir mal wieder zu uns kommen, finde ich. Und nicht mehr so viel Zeugs konsumieren. Also diesen YouTube-Kanal natürlich schon. Nur, ihr versteht, was ich meine. Auch hier wieder. Da möchte ich vielleicht auch nochmal hinweisen, denn nicht nur in großen Werbekampagnen, die ihr im Fernsehen oder in Hochglanzzeitschriften oder auf YouTube oder auf Instagram seht, geht es darum, dass uns diese Gehirnwäsche stabil bleibt. Auch unsere Sprache zeigt, wie sehr Eugène damals Einfluss hatte. Wie nennen wir denn die Zeichen der Hautalterung oder der Hautveränderung an unserem Körper? Zornesfalte.
Besenreißer, Erdbeerkinn. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Krähenfuß, Hängelied, Schlupflied, Truthahnhals. Meine Güte! Ja, es gibt tatsächlich Sprachen auf dieser Welt, die haben sehr viel schönere Begriffe. Und ich benutze die überhaupt nicht mehr. Ich habe die aus meinem inneren Duden einfach gestrichen. Das hier sind wissenschaftliche Beweise für meine große Schlauizität. Ich bin ein sehr schlauer Mensch. Und dass ich sehr viel nachdenke. Und das hier sind wissenschaftliche Beweise für meinen großen Humor. Ich lache nämlich gerne. Außer wenn ich über so jemanden stolpere wie Eugène Schüller und sein Zitat.